verlassen Marco Reus und Mats Hummels den BVB. Die beiden einstigen Leistungsträger schmorten gegen den FC Chelsea 90 Minuten lang auf der Bank. Höchststrafe. Sie kommen nicht mehr richtig zum Zug und beide Verträge laufen im Sommer aus. War's das für die Helden von früher? Sieben Pflichtspiele in 2023, sieben Siege für den BVB. Weiter im Pokal, gute Chancen aufs Champions League Viertelfinale und in der Bundesliga mittendrin im Meisterkampf. Es sind aktuell rosige Zeiten für die Dortmunder. Doch nicht für alle. Mats Hummels etwa wird sich den Start ins neue Jahr ganz anders vorgestellt haben. 2022 absoluter Stammspieler, 2023 absoluter Bankdrücker. Nur im Pokal in Bochum durfte er von Beginn an ran. Ansonsten eine Minute gegen Mainz, fünf Minuten gegen Leverkusen, dann dreimal ganz ohne Einsatz, inklusive dem Topspiel gegen Chelsea. Der Vizekapitän spielt plötzlich nur noch eine Nebenrolle. Schlotterbeck und Süle haben ihn verdrängt und bestätigen ihre Einsätze mit starken Leistungen. Und auch beim Kapitän des BVB sieht es nicht viel besser aus. Die Hinrunde startete er mit 6 Einsätzen über 90 Minuten, dann verletzte er sich im Derby gegen Schalke. Seitdem hat Marco Reus nicht nur kein Spiel mehr über die volle Distanz gemacht, er hat auch seinen Stammplatz verloren. In der Liga fielen die Tore in Bremen erst nach seiner Auswechslung. Gegen Chelsea durfte er gar nicht ran. Und seine Konkurrenten drehen unterdessen voll auf. Julian Brandt spielt so gut wie noch nie nach seinem Wechsel zum BVB. 5 Torbeteiligungen in den letzten 6 Ligaspielen machen ihn aktuell zur unangefochtenen Nummer 1 auf der rechten Seite. Und auf links dreht Karim Adeyemi auf. 3 Tore in den vergangenen 3 Einsätzen, darunter sein fabelhafter Sololauf im Spiel gegen Chelsea. Im Zentrum ist an Jude Bellingham kein Vorbeikommen. Gegen die Blues erhielt daneben dann Sally Özcan den Vorzug. BVB-Coach Edin Terzic weiß das. Zitat: "Es tut mir natürlich brutal leid. Aber es geht nicht nur um Marco. Ich finde, er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren." Fest steht, Reus und Hummels sind beide über ihren Zenit hinaus. Und ihre aktuelle Leistung reicht nicht aus, um mit ihren formstarken Konkurrenten mitzuhalten. Damit stehen sowohl die beiden Routiniers als auch der BVB vor einer kniffligen Frage. Werden die auslaufenden Verträge im Sommer verlängert? Reus wird 34 Jahre alt, Hummels 35. Für Fans und in der Kabine haben sie einen immensen Wert, doch der alleine wird nicht reichen, um ihr Gehalt zu rechtfertigen. Beide sind Topverdiener, kassieren zwischen 10 und 11 Millionen Euro im Jahr, zu viel für ein Backup in ihrem Alter. Daher wird der BVB nur verlängern, wenn Reus und Hummels zu Gehaltskürzungen und leistungsbezogenen Verträgen bereit sind. Sind sie das, lohnt es sich auch für die Dortmunder, ihre Kapitäne preiswert an Bord zu behalten. Wenn nicht, dann droht den letzten beiden Gesichtern der Ära Klopp ein unschönes Ende in Dortmund. Eines, das sie von der Seitenlinie aus verfolgen müssen. Was meint ihr? Bleiben die beiden BVB-Legenden im Verein? Oder ist es Zeit für einen Umbruch? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat.